30 Jahre gibt es ihn bereits, den Eine-Welt-Laden in Aue am Postplatz. Damals noch viel kleiner, als er heute ist. Nach und nach entwickelte sich das Geschäft aber zu einer festen Größe in der heutigen großen Kreisstadt. Immer mehr Artikel konnten ins Sortiment aufgenommen werden. Frank Schmidt erinnert sich. Wir haben vorher in Eine-Welt-Verein gegründet, Aktion Eine-Welt, ein Verein zur Förderung des Verständnisses für die Probleme der einen Welt, lang ausgedrückt. Und die Aufgabe ist es, also über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu schauen, wie geht es anderen Leuten. Wir wollen Bildungsarbeit machen und haben dabei gemerkt, dass es gut ist, wenn man das auch irgendwie versinnlichen kann. Und da wurde dann genau vor 30 Jahren, am 23. Februar 1991, an einem Sonnabend in einem größeren Fest, vorrangig federführend von Heidemarie Gless damals, der eine Weltladen hier in diesem Haus eröffnet. Inzwischen musste der Laden kurzzeitig umziehen, weil das Gebäude bis 1993 umgebaut und saniert wurde. Das brachte aber keinen Abbruch. Der Verein war und ist zufrieden mit der Resonanz. Wie überall könnte sie aber noch besser sein, wirbt Frank Schmidt für die aktive Mitarbeit. Verein und der angeschlossene Laden leben seit Beginn an vom Ehrenamt. Und das endet nicht hinter dem Ladentisch. Sie sind ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem für die Menschen aus der sogenannten Dritten Welt einsetzt. Sie klären über deren Armut auf und zeigen Wege, um diese zu lindern. Außerdem liefern sie Anregungen für ein selbstkritisches Konsum- und Umweltverhalten. Für Vorträge darüber fahren sie in Schulen, Kindergärten oder auch in Seniorenheime oder zu anderen Vereinen. In den Läden selbst werden Waren zu einem fairen Preis verkauft. Das heißt, die Bauern und Handwerker erhalten einen gerechten Lohn und sind somit nicht mehr vom schwankenden und niedrigeren Weltmarktpreis abhängig. Dazu haben sie sich zu Kooperativen zusammengeschlossen, die ihre Waren direkt nach Deutschland verkaufen. Zwischenhändler und Plantagenbesitzer, die üblicherweise den Großteil des Gewinns einstecken, können so ausgelassen werden. Die Bauern und Handwerker erhalten nun einen Mindestlohn, der nicht unterschritten wird, egal wie weit der Weltmarktpreis fällt. So helfen sie, einen gewissen Lebensstandard zu sichern. Jedoch geht Corona auch nicht am Eine-Welt-Laden vorbei. Die Öffnungszeiten in Aue mussten gekürzt werden. Doch das Geschäft ist weiterhin offen. Unter aktion-eine-welt-aue.de findet man dazu die aktuellen Informationen.